Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Tomb Raider Fading Light auf der Port Royal Jamaika. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe eine Riesenpause eingelegt. Ich habe meine ganzen Videopuffer aufgebraucht und sitze jetzt hier in so einer Hitze bei 38 Grad draußen. Ich höre mich auch ein bisschen angeschlagen an, glaube ich, weil mir das echt zu schaffen macht. Aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock, hier weiterzuspielen. Und bin sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt will ich aber erst noch mal unter Wasser tauchen und schauen, ob wir hier noch was finden können. Außer einem Hai, der uns fressen will. Sollten uns kurz retten, jawohl. Ob da noch was ist, ansonsten gehen wir mal da rein. Und schauen uns diese Schatzkarte da hinten mal an. Aber jetzt erst noch mal ins kühle Nass. Und ich bin wirklich, wirklich sehr eifersüchtig auf Lara. Weil sie einfach in diesem kühlen Nass hier rumtauchen kann und sich abkühlen kann. Und ich sitze hier in diesem warmen Zimmer vorm Laptop und mir ist einfach nur warm. Und ich weiß nicht, wie ich mich hier noch abkühlen soll. Ich schmelze hier einfach nur dahin. Aber das liegt nicht an Lara, sondern einfach wirklich nur an der Hitze. Weil es einfach so verdammt warm ist. Also, unter Wasser scheint nicht zu sein. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und es wird wieder laut. Altbekanntes Problem. Ja, und schon wieder. So we're sighting in the Bermuda Triangle. I should have known. I must get back to Miss Isabel and find a way there. You won't make it back. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Weil das aber akustisch ist. Ist der. Nein, der ist böse, okay. Okay, das haben wir nicht überlebt. Was ist das jetzt für ein Typ? Hat das jemand verstanden? Ich habe akustisch nichts verstanden und... Alter, die Geräusche, die regen mich jetzt schon wieder auf. Wir haben noch keine 2 Minuten gespielt. Und ich kriege hier schon wieder die Krise. Und jetzt sterben wir erstmal. Okay, lassen wir erstmal das Medipack sein. Und kümmern uns um diesen Kollegen hier. Der hat selber eine Shotgun. Da können wir auch ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und es sieht aus, als wäre der irgendwo aus dem... tiefsten Meer aufgetaucht. Das sieht ein bisschen aus wie Davy Jones. Ist das Davy Jones? Guckt euch den mal an. Der hat doch dieses Krakengesicht. Seht ihr das? Guckt euch den mal an. So eine Mischung aus Captain Jack Sparrow und Davy Jones. Bin ich der Meinung. Kann mich aber auch täuschen. Wir nehmen jetzt nochmal ein Medipack und... was nehmen wir denn am besten? Die Armbrust oder den Granatwerfer? Aber wir haben von beiden jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ich glaube, der Gegner ist schon hart. Wir können auch die Uzis mal nehmen. Dann haben wir die aber halt verschwendet. Aber wir versuchen es einfach mal. Also ich glaube nicht, dass das Davy Jones sein soll. Weil der hat, glaube ich, einfach nur ein grünes Gesicht und so einen hässlichen Bart. Aber... Also, neue Maßnahme... ist... erstmal Skelett abschießen. Weil das geht mir schon wieder am meisten auf den Nerv. Und dann können wir nämlich in Ruhe um uns den anderen Kerl kümmern. Oh Gott, ich bin auch echt aus der Übung irgendwie. Ich habe so lange nicht gespielt, ihr glaubt's nicht. So, das war schon mal besser. Jetzt nehmen wir die Uzis. Machen Geräusche leiser und jetzt geht's los. Ich wollte mir das Gesicht jetzt gerade nochmal angucken, deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht auf das Leben geachtet. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Typ sein soll. Er hat wirklich ein bisschen was von beidem, finde ich. Ich kann mich nicht entscheiden. So. Jetzt haben wir zwar die Munition verschwendet, aber ich wollte jetzt auch nicht stundenlang damit verbringen, diesen Kerl irgendwie umzubringen. Deswegen bin ich sehr zufrieden damit.
So, was haben wir denn hier schön? Ist das eine Karte, die uns, glaube ich, überhaupt nichts sagt, außer hier irgendwie Bermuda-Dreieck oder so? Ach doch, das war. Dadurch weiß jetzt Lara, glaube ich, wo sie hin muss. Das kann natürlich sein. Und hier ist dann vielleicht die Tür, wo man dadurch hinkommt. Dass das jetzt sozusagen der Endgegner war. Und wir somit jetzt diesen Abschnitt verlassen. Und weiter zum Bermuda-Dreieck gehen. Relax. I bumped into David Jones and killed him. He's still alive. It looks like you might have several encounters with him. I doubt your bullets will stop him for long. I found out he's in the Bermuda Triangle. Well, to stop him, you must collect all the elemental stones that can regenerate him. And hopefully get his heart. It looks like he's responsible for the Bermuda Triangle, because that is where his ship is. I must find a way there. Only the undead can get there. But I think I know another way. Are you sure you want to do this? Remember, you must collect the elemental stones to finally stop him. I have to stop David Jones. Hui. Okay. Also ich habe das jetzt irgendwie so verstanden, dass wir gerade schon auf David Jones geschossen haben, dass er das doch sein sollte. Er aber wohl nicht tot ist und wir ihn hier irgendwie jetzt suchen müssen im Bermuda-Dreieck, aber da erst noch irgendwelche Steine finden müssen. Pff. Also mit der Story komme ich überhaupt nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, aber das ist hier die Stelle, die wir jetzt wechseln müssen. Das weiß ich zumindest. Wir müssen nämlich jetzt hier Davy Jones locker laden, weil das jetzt die Stelle ist, wo wir alle Tickets haben. Das ist jetzt die Stelle, wo wir 3 goldene Tickets haben, um in das Bonus-Level zu kommen, in das Secret-Level. Deswegen habe ich mir diesen Speicherstand runtergeladen und haben somit auch wieder mehr Schuss auf unserer Ammo. Und der andere Spieler hat mehr die Uzis verwendet als wir. Uns aber dafür mehr Medipacks übrig gelassen. Okay, wir spielen jetzt ab dieser Stelle weiter, damit wir einfach dann das Bonus-Level noch spielen können. Und genau, sind jetzt von dieser Voodoo-Priesterin hierher geschickt worden, um irgendwie David Jones, ja, ein Ende zu bereiten. Oder wie auch immer das hier vonstatten geht. Viel mehr als die Geschichte interessiert mich das Level an sich, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Weil das sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Hier haben wir so ein paar, ja, Korallen, könnte man schon fast nennen. Aber auf jeden Fall ist es hier so der offene Ozean oder soll es der offene Ozean wahrscheinlich darstellen. Und das ist das große Piratenschiff, würde ich jetzt mal schätzen, wo man einen Teil von sieht. Und dann können wir einfach mal so ein bisschen rumdrum tauchen. Und ich glaube, Ziel ist es dann irgendwie auf dieses Schiff draufzukommen. Das könnte ich mir vorstellen. So, dann tauchen wir doch einfach mal rumdrum. Aber ich sehe schon, so viel rumdrum tauchen geht gar nicht, weil es einfach nur... Hier ist sogar eine Strömung. Also das ist wirklich nur eine gerade Wasserfläche hier und es geht jetzt auch nicht irgendwie um das Schiff rumdrum oder so. Weiß nicht, ob Lara dann irgendwo... Hier wird sie nicht raus können. Aber vielleicht auch über den Rand oder so. Dass man da nur rauskommt. Oder halt wirklich unterirdisch, so ein bisschen wie bei 40 Faden von Tomb Raider 2, in dieses Schiff reintauchen kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, ich hole jetzt gerade nochmal kurz Luft. Ich trinke gerade nochmal einen Schluck, weil irgendwie... Ich bin so angeschlagen, meine Stimme, die ist auch irgendwie gar nicht so richtig da. Und dieses Wetter macht auch einfach verdammt durstig. So. Okay, dann schauen wir mal. Kann man hier irgendwo rausklettern?
Weil das ist ja alles irgendwie voll schräg. Obwohl, hier geht's. Guck mal an. So, und da kann man doch bestimmt von hier irgendwie Richtung Schiff klettern. Das müsste doch möglich sein. Ja, das geht. Da ist nichts drin, sehr schade. Oh, dass wir jetzt so schnell auf das Schiff drauf kommen, hätte ich nicht gedacht. Also das ist cool. Was ich auch witzig fand, war in der Vorschau, wie Lara so diese Fackel einfach noch hat und dann einfach so wegwirft. Weil wir kurz vorher noch eine Fackel angezündet hatten. Ah! Wenn das nicht mal das Piratenschiff von Davy Jones ist. Da ist er wieder, der Kerl. Ja, natürlich, der fliegende Holländer. Ach, hier ist das Schiff erst. Das ist noch gar nicht das Schiff. Cool. Okay, also hier, meine Stimme, ey. Hier werden wir sehr, sehr viel entdecken können. Frage ist auch, ob man jetzt hier schon so hinten reinhüpfen kann. Ich will ja immer erstmal so diese inoffiziellen Wege ausprobieren, bevor ich mich an die offiziellen mache. Weil ich glaube, dass wir nämlich nochmal da hinten runter müssen. Und da ist noch so ein Hai. Auf den habe ich jetzt auch Bock, den mal abzuschießen. Aber der schwimmt irgendwie nur im Kreis und lässt sich kaum treffen. Wir nehmen jetzt mal die Normal-Ammo. Und da müsste man den eigentlich von hier ganz gut kriegen, den Kerl. Den Kolleg. Der schwimmt ja hier immer nur die ganze Zeit im Kreis. Treffen wir den überhaupt? Ich glaube, wir treffen den gar nicht, oder? Welch eine Munitionsverschwendung. Nein, das machen wir nicht. Den werden wir später auch noch von unten irgendwie abschießen können. Jawohl, wir haben ja richtig toll gespeichert. Das ist ja super. Läuft. Naja, dann machen wir uns wieder auf das Schiff. Und, also beziehungsweise um nochmal oben drauf, um zum Schiff zu gelangen. Das war ja wirklich kein weiter Weg. Hier war, glaube ich, nichts drin, ne? Oder hatten wir was übersehen? Ne, da ist einfach nichts. Obwohl hier diese... Ah ne, die Wand sieht genauso aus. Ich dachte, das könnte man vielleicht mit einem Brecheisen so aufbrechen oder so. Aber das geht wohl nicht. So, jetzt dürfen wir uns doch mal diese schöne Vorschau angucken und auch mal dieses tolle Schiff begutachten. Mit den ganzen Skelettkriegern drauf. Der Meerjungfrau, die uns grüßt. Und natürlich Davy Jones. Auf jeden Fall sagt die Musik schon, dass es sehr gefährlich werden kann. Bin ich mal echt gespannt. Also da kommt man nicht hoch.
Hätte ja sein können, aber wir haben ja die 3 goldenen Tickets, die wir brauchen, also müssen wir auch nicht so übergenau gucken. Das Bonuslevel haben wir safe, auch wenn wir es ein bisschen geschummelt haben. Aber mein Gott. Von hier kriegt man den vielleicht sogar besser. Den Hai. Alter Schwede. Aber ich glaube, wir haben den gar nicht mal getroffen, oder? Vielleicht ist auch die Entfernung irgendwie zu weit. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Man müsste halt auch irgendwie Blut sehen, ne? Ach doch, der blutet. Ach, das ging jetzt einfach. Das ging ja schnell. Ich glaube, wir hatten den mit der Explosiv-Ammo schon mal ziemlich gut verletzt gehabt. So, wir nehmen dann mal die Uzis. Und ja, hier könnte man eigentlich direkt mal ins Wasser springen. Ist halt die Frage, ob man dann hier angesaugt wird und stirbt durch eine Strömung. Aber man wird es nie erfahren, wenn man es nicht ausprobiert. Machen wir aber nicht mehr jetzt, sondern dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns hier bei diesem wahnsinnigen Piratenschiff wieder. Auf jeden Fall schwimmt Lara schon mal, ohne eingesaugt zu werden. Das ist gut. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.